Willkommen zu einer Kurzsequenz für den unteren Rücken. Um diese Sequenz üben zu können, bräuchtet ihr eine freie Wand, einen Stuhl, eine Decke und Klötze und eure rutschfeste Matte. Zum Einstimmen setzt euch ruhig auf den Stuhl. Gerade wenn ihr vielleicht schon Probleme im unteren Rücken habt und deswegen diese Sequenz übt oder präventiv, ist auch sehr gut. Sitzt aufrecht am vorderen Rand eures Stuhls, rollt die Schultern zurück, hebt den Brustkorb hier an. Der Blick geht geradeaus. Lasst den Atem ruhiger werden. Und dann nehmt die Hände zusammen vor der Brust und schließt die Augen. Spürt den Kontakt der Hände. Nehmt euren Atem wahr. Lasst den Atem ruhiger, tiefer und gleichmäßiger werden. Und dann lass mit jedem Ausatmen das Mantra Om innerlich mitklingen. Dann nehmt nochmal einen besonders tiefen Einatemzug, hebt den Brustkorb an. Und mit dem Ausatmen neigt den Kopf nach vorne und nach unten. Senkt auch die Hände und dann hebt einatmend den Kopf und öffnet die Augen wieder. Gut. Wenn wir den unteren Rücken oder dem unteren Rücken Erleichterung verschaffen wollen, dann müssen wir ihn in die Länge ziehen. Meist ist er zu eng und komprimiert von langem Stehen, Fehlhaltungen und so weiter, müssen wir erstmal Länge schaffen. Und das schaffen wir in Ardha Uttanasana. Dafür brauchen wir die Wand. Ich zeige es euch kurz vor und dann begleite ich euch in die Haltung. Es geht, man steht vor der Wand, die Hände an der Wand, die Unterarme waagrecht. Und dann schreitet man zurück in diese halbe Vorwärtsstreckung. Und die Arme und die Beine müssen gestreckt sein. Wenn es von der Beinrückseitendehnung her nicht funktioniert, dann habt die Arme einfach weiter oben. Aber streckt euch hier lang. Ideal ist es, so im rechten Winkel, die Hände fest in die Wand pressen, die Füße großflächig aufsetzen, Fußaußenkanten pressen in den Boden, Großzehballen genauso und die Arme und Beine strecken sich immer mehr. Und um das aufzulösen, läuft man wieder nach vorne und steht wieder in Tadasana. Gut, es geht einfach darum, dass wir hier die seitlichen Anteile des Rumpfes in die Länge ziehen, um hier einen Rahmen zu schaffen und innerhalb von diesem Rahmen findet die Wirbelsäule ihre Länge. Also steht vor der Wand, die Hände hier an der Wand, Unterarme waagerecht, schon hier die Finger großflächig, Handfläche auch großflächig aufgesetzt und dann schreitet zurück. Bis ihr die Beine senkrecht habt, den Oberkörper waagrecht. Wenn das von der Dehnung her nicht geht, geht etwas näher zur Wand, habt die Arme etwas weiter oben. Aber streckt Arme und Beine und versucht Länge zu schaffen zwischen den Handflächen und dem Becken. Schiebt das Becken immer weiter weg von der Wand und zieht die Flanken in die Länge. Lasst den Kopf nicht runterhängen, der Kopf ist so zwischen den Armen. Die Ohren bei den Oberarmen und den Bauchnabel, den zieht Richtung Wirbelsäule. Dass ihr hier nicht in ein Hohlkreuz fallt, falls ihr sehr gelenkig seid. Habt das Gefühl, die Flanken werden länger und die Lendenwirbelsäule, die wird gefüllt. Das heißt, sie wird nicht hohl und sackt weg, sondern füllt die Lendenwirbelsäule. Streckt die Ellbogen, streckt die Knie, spürt den Kontakt der Hände an der Wand, spürt den Kontakt der Füße am Boden. Noch 3, 4 Atemzüge hier.
Und zum Auflösen lauft ihr einfach in Richtung Wand und steht wieder in Tadasana. Es geht weiter am Boden. Die Wirbelsäule braucht Erholung und Länge und das schaffen wir gut in den liegenden Haltungen. Es geht los in Supta Tadasana. Wir fangen an mit den Beinen auf dem Stuhl. Das ist für die Wirbelsäule besonders entlastend. Schaut mal kurz. Es wird so sein, hier die Unterschenkel auf dem Stuhl und zwar ganz, also bis zu den Kniekehlen. Hab nicht nur irgendwie die untere Hälfte vom Unterschenkel drauf, sondern wirklich ganz. Und dann liegt ihr hier und dann spürt ihr schon, der Bauch kann nach unten sinken, die Lendenwirbelsäule füllt sich, sagt man, also Richtung Boden, da ist nichts mehr hohl. Und dann ist es hier aber kein Shavasana. Wir strecken dann die Arme nach oben, die Handflächen zueinander und dann nehmen wir die gestreckten Arme nach hinten mit den Daumen Richtung Boden. Falls sie nicht zum Boden kommen, legt euch da irgendwas drunter, dass ihr spüren könnt, ob ihr symmetrisch seid. Wenn die Beine in der Luft sind, merkt man nicht, ob eine Schulter weiter oben ist oder weiter unten, eine Hand weiter oben oder weiter unten. Da könnt ihr eventuell die Klötze zum Beispiel hinlegen. Also die gestreckten Arme mit den Handflächen zueinander nach hinten bewegen. Und auflösen tun wir es über die Seite da rausrollen. Gut, jetzt sitzt vor eurem Stuhl. Legt euch da zurück, legt die Unterschenkel auf den Stuhl und zwar bis zu den Kniekehlen. Ganzen Waden, die ganzen Unterschenkel sind gut abgelegt. Und dann schaut mal die Hände auf dem Bauch, gebt dem Bauch so das Gefühl, er darf dann nach unten schwer werden. Die Lendenwirbelsäule soll Richtung Boden lang werden. Dann streckt die Arme nach oben, die Handflächen zueinander, spreizt die Finger. Streckt die Ellbogen kräftig. Und dann atmet ein und mit dem Ausatmen bringt die gestreckten Arme nach hinten unten. Und dann guckt mal, ob die Daumenspitzen bis zum Boden kommen. Dann bleibt so mit den Handflächen zueinander gerichtet. Wenn die irgendwo in der Luft schweben, dann müsstet ihr euch nochmal eure Klötze holen und die unter die Daumen tun, damit ihr spürt, ob ihr da symmetrisch seid oder ob ihr in einer Seite irgendwie absackt oder Schwierigkeiten haben. Wir wollen so symmetrisch wie möglich sein, auch hier diesen äußeren Rahmen schaffen für eine lange Wirbelsäule. Bringt die Arme wieder nach oben, senkrecht. Und dann legt die Arme mal neben den Körper ab, die Handflächen so neben den Hüften, Schultern tief. Spürt die Lendenwirbelsäule am Boden. Und dann stellt einen Fuß nach dem anderen vorne auf den Stuhl und rollt auf eure rechte Seite und kommt über die Seite da vorsichtig hoch. Drückt euch mit den Händen hoch. Auch dieses Hochkommen ist einfach, also vor allem, um die Wirbelsäule entlastet zu halten und nicht aus dieser Entspannung im Liegen dann so hoch zu schnellen und diesen Druck auf die Wirbelsäule so massiv plötzlich ansteigen zu lassen. Also seid da achtsam mit euch. Diese Haltung, wenn man akut mit dem Rücken zu tun hat, kann man oft und lange einnehmen. Also das ist jetzt natürlich nur angedeutet kurz. Da kann man gut und gerne 20 Minuten verweilen und das tut dem Rücken nur gut. Die nächste Haltung, Supta Tadasana, mit den Beinen ausgestreckt, die Füße sind an der Wand. Schaut mal kurz, man legt sich hier zurück mit den Füßen an der Wand, aber die Beine noch nicht ganz gestreckt und dann schiebt man sich am Boden entlang, streckt die Beine und lässt sich den unteren Rücken langziehen von dieser Rutschfestigkeit der Matte. Auch hier werden wir die Arme hochstrecken und nach hinten und hier werden wir dann mal die Arme hochnehmen, die Hände eng verschränken, die Handflächen nach oben drehen, Urdhva Bhujangasana und die Arme so gestreckt, wie sie sind, nach hinten bringen und gucken, ob da die kleinen Finger zum Boden kommen oder nicht, oder ob wir da wieder eine Erhöhung brauchen. Und dann einmal hoch und die Finger umsetzen, eine Lücke wieder hochstrecken, wieder zurück. Und dann, wenn wir da auch wieder über die Seite hochrollen. Also geht zur Wand, habt da Platz,
Legt euch zurück mit noch gebeugten Knien. Habt die Fußsohle an der Wand schon und die Knie noch leicht gebeugt. Und dann, ohne auf dem Rücken hin und her zu wibbeln, streckt die Beine und lasst den unteren Rücken lang werden durch diese Rutschfestigkeit der Matte. Spürt die Fußsohlen deutlich. Wir brauchen hier dieses Erdelement, also erdet die Füße in die Wand hinein und dann streckt die Arme nach oben senkrecht. Große Hände, Weite in den Handflächen und dann bringt die Arme nach hinten zurück in Urdhva Hastasana, in Supta Tadasana, also im Liegen die Arme über den Kopf gestreckt. Und schafft Länge. Presst die Fußsohlen in die Wand, streckt die Beine, bringt die Kniekehlen tiefer, die Oberschenkel tiefer, streckt die Arme lang, arbeitet die Wirbelsäule Richtung Boden. Die wird nicht ganz am Boden sein hier, die Lendenwirbelsäule, aber in die Richtung. Bringt die Arme wieder nach oben, verschränkt die Finger eng ineinander, dreht die Handflächen nach oben und mit dem nächsten Ausatmen Urdhva Badangulyasana im Liegen hier. Streckt die Handflächen weit weg, presst die Fußsohlen in die Wand, streckt die Knie, macht die Flanken lang. Die Arme nach oben, verändert den Griff, jeder Finger rutscht eine Lücke weiter, wieder nach oben strecken die Handflächen, die Beine bleiben gestreckt und die Arme gehen wieder weit zurück. Press die Kniekehlen nach unten, press die Fußsohlen in die Wand, schieb die Handflächen weiter weg. Streck die Ellbogen. Und dann bringt die Arme zurück und beugt ein Knie nach dem anderen und kommt wieder rückenschonend über die rechte Seite gerollt und nach oben zurück. Gut, jetzt lasst euch Zeit beim Hochkommen. Wir laden jetzt, dass euch nicht schummrig wird, also geht vorsichtig nach oben. Vielleicht müsst ihr zwischendrin euch einmal auf euren Stuhl setzen, dass euch nicht schwarz vor Augen wird. Und wenn ihr euch da noch ein bisschen wackelig fühlt, dann sitzt mal eben und guckt zu. Wir üben Tadasana an der Wand und haben hier die Plätze aufgestellt für den Vorfuß. Der Vorfuß kommt hier auf die Klötze drauf. Und dann wollen wir hier die Waden nach unten arbeiten, die Waden nach unten in Richtung Fersen, bis die Fersen irgendwann Richtung Boden kommen. Und die Idee ist, die Körperrückseite soll nach hinten runter, also die Waden nach unten, das Gesäß nach unten und die Vorderseite zieht hoch. Die Schienbeine arbeiten hoch, die Oberschenkel arbeiten hoch, der Brustkorb arbeitet hoch. Und dann stehen wir hier in Tadasana mit diesen Impulsen. Vorderseite hoch, Rückseite tief. Und dann können wir auch noch dazu hier die Arme nach oben strecken. Und dann wieder runter. Also kommt mal an die Wand, platziert eure Klötze so. Und ihr seht, mein ganzer Vorfuß ist drauf. Es ist nicht, sind nicht nur die Zehen hier so umgebogen, sondern es sind die ganzen Zehenballen mit drauf. Und ihr werdet merken, die Waden geben nach einer Zeit nach. Wenn es ganz schwer ist, dann könnt ihr die Klötze etwas weiter weg tun. Wenn es euch total leicht fällt, könnt ihr die Klötze noch näher rannehmen. Dass ihr wirklich arbeiten müsst, die Waden nach unten. Das ist so die Idee, das nimmt das Kreuzbein mit nach unten, Steißbein mit nach unten. Die ganze Körperrückseite arbeitet nach unten in diese geerdeten Fersen rein. Und gleichzeitig ziehen vorne Schienenbein hoch, Oberschenkel hoch, der Bauch zieht hoch, Brustkorb zieht hoch und jetzt nehmt die Arme auch noch mit nach oben. Wieder die Daumenkuppen an der Wand. Mit dem Einatmen betont dieses Hochstrecken, mit dem Ausatmen die Rückseite runter bis in die Fersen, in den Boden rein.
Senk die Arme wieder. Steht hier noch einen Moment in Tadasana. Nehmt hier auch die Schulter nach hinten unten. Und dann steigt vorsichtig von den Klötzen runter. Und steht jetzt mal ohne diese Klötze hier in Tadasana an. Weiterhin die Idee, hier die Rückseite runter, die Vorderseite hoch, sodass das Becken aufgerichtet wird, dass der untere Rücken lang werden kann. Gesäß abwärts, Bauch aufwärts. Ist eine gute Ausrichtung, hier das Becken so aufzurichten, dass der untere Rücken lang werden kann. Gut, und dann löst es langsam auf. Als nächstes üben wir Utkatasana. Das ist die wilde Haltung, heißt es, wo man die Knie beugt und die Arme hochstreckt. Und das machen wir aber an der Wand, weil wir das auch möglichst rückenschonend machen wollen. Und ich zeige euch das mal. Man steht doch ein gutes Stück weg von der Wand. Wir wollen nämlich die Unterschenkel wirklich senkrecht haben. Nicht so wie im Utkatasana, wo das Knie oft vor dem Fuß ist. Hier für die wirklich absolute Rückenschonung soll es so sein, wenn die Knie gebeugt sind, dass der Unterschenkel senkrecht ist und wir nehmen uns einen Klotz zwischen die Knie, pressen die Knie zueinander und schauen, dass wir den unteren Rücken lang machen. Also das Außenhüften nach unten arbeiten, der untere Rücken ist an der Wand und wir sind hier. Und dann nehmen wir die gestreckten Arme wieder nach oben. Und dann wieder zurück. Also kommt in die Nähe der Wand. Ihr seht, ich habe bestimmt fast zwei Hühnerdapperl weg von der Wand. Die Füße sind leicht geöffnet, sodass der Klotz in dem Format hier zwischen die Knie geklemmt werden kann. Hier, so dazwischen. Schaut eure Fußaußenkanten an, die sollen parallel sein. Der Klotz ist zwischen den Knien und der wird zusammengequetscht. Und die Lendenwirbelsäule ist ganz am Rücken. Also nicht hier so den Po rausstrecken, sondern die Außenhüften nach unten, bis die Lendenwirbelsäule ganz an der Wand anliegt. Und dann kommt da tiefer die Schienenbeine senkrecht, und noch ein bisschen weiter vor wahrscheinlich, Steißbein nach unten, Haargummi weg, dass der Hinterkopf auch Hinterkopf und Kreuzbein eine senkrechte Linie haben und dann die gestreckten Arme nach oben. Presst den Klotz zusammen. Wenn ihr euch hier schwach fühlt und wackelig, dann könnt ihr auch die Hände hier unten an der Wand lassen. Aber wenn ihr nicht zu bremsen seid, dann streckt die Arme nach oben. Utkatasana, die wilde Haltung. Presst den Klotz zusammen und die Lendenwirbelsäule in die Wand. Und dann senkt die Arme wieder und löst euch vorsichtig von der Wand. Nehmt den Klotz weg und steht wieder in Tadasana. Gut, all diese Haltungen kann man natürlich beliebig oft wiederholen. Das ist klar. Und wenn ihr vielleicht die Erfahrung macht, ah, das war jetzt besonders gut für meinen Rücken, dann könnt ihr das gerne nachher noch öfter machen. Oder wenn ihr die Sequenz nochmal übt, dann könnt ihr einfach anhalten und diese Haltungen, die euch gut erschienen sind, einfach länger machen, weil der Rücken, der braucht es eigentlich. Also normalerweise kommt die Wohltat erst, wenn man es länger hält. Jetzt üben wir hier Bekasana im Stehen, Uttita Bekasana. Man steht hier vor der Wand, bringt einen Unterschenkel auf den Stuhl. Ich sehe schon, der Stuhl muss weiter weg. Es soll nämlich hier nur der Fußrücken auf dem Stuhl sein und die Oberschenkel aber beieinander, die Knie beieinander. Und die Idee ist, wir müssen hier das Kreuzbein und das Steißbein nach unten bringen. Wir wollen das Becken wieder aufrichten und haben den Pressen mit dem Fußrücken in den Boden, die Knie zueinander, die Hände hier auf Schulterhöhe an der Wand. Und dann die andere Seite. Also steht vor der Wand, so eine gute Fußlänge bin ich, oder knappe Fußlänge bin ich weg von der Wand. Dahinter der Stuhl und dann winkeln wir das rechte Knie ab, haben die Knie aber zusammen, haben den Fußrücken auf dem Stuhl und dann
bringen wir den Bauch nach oben und das Steißbein und das Gesäß nach unten. Hier die Außenhüften nach unten, Knie zueinander, die Hände hier tassenförmig, so feierlich aufgesetzt, Schultern zurück, Blick geradeaus und arbeitet hier in der Haltung. Fußrücken presst auf den Stuhl, die Knie zueinander und das Steißbein nach unten, das Kreuzbein lang nach unten, Gesäß abwärts, Bauch aufwärts. Und löst sich wieder auf, steht in Tadasana. Und dann das andere Bein, Uttita Bhikkhusana. Unterschenkel oder so das Fußgelenk noch auf dem Stuhl drauf. Die Knie sind beieinander, könnt ihr gucken, die sollen nicht auseinander driften. Die Knie arbeiten zueinander, der Fußrücken nach unten, die Schultern zurück, der Blick geradeaus. Steißbein nach unten, Kreuzbein nach unten lang, unterer Rücken lang, Gesäß abwärts, hier die Außenhüften so nach unten und vorne arbeiten. Und löst auch das wieder auf, steht hier in Tadasana. Gut, jetzt gibt es noch eine Stehhaltung, die eine wunderbar lange Flanke macht, nämlich Parshvottanasana. Und dafür tun wir uns die zwei Klötze hier an die Wand, stehen so, naja, wie lang ist das denn? Knapper Meter von der Wand weg. Wir bringen den rechten Fuß hier nach oben, die Ferse auf dem Block, der Vorfuß an der Wand und der Abstand ist jetzt doch zu klein. Hintere Beine weiter zurück, ein bisschen ausdrehen und wir müssen hier schauen, dass wir diese Hüfte zurückziehen und dann nehmen wir die Hände an die Wand, beide Beine gestreckt und dann geht es nach oben, weiter und weiter nach oben. Wir brauchen wieder lange Flanken. Die Idee ist, diese Außenhüfte muss zurückziehen Richtung der Ferse da unten und das hintere Bein ist massiv gestreckt und von dieser hinteren Ferse, jetzt von der linken bis hoch in die linke Hand, da vor allem entsteht die Länge. Und dann machen wir die andere Seite. Also steht vor der Wand, habe da zwei Klötze aufeinander für den rechten Fuß zunächst. Geht euch hier mit den Händen an die Wand. Dreht den linken Fuß etwas aus, das rechte Bein platziert auf dem Stapel hier, der Vorfuß ist an der Wand. Und hier mit den Händen an der Wand seid ihr stabil und dann könnt ihr korrigieren. Diese rechte Hüfte soll nicht nach vorne, sondern zurück. Beide Beine gut gestreckt, Brustkorb anheben und dann lauft nach oben an der Wand entlang. Mit gestreckten Armen höher und höher und höher. Presst die Handflächen in die Wand, streckt beide Beine, zieht die rechte Hüfte zurück, sucht die Länge. Und wieder zurück. Und dann wechselt die Seite. Merkt euch den Abstand, wo der Fuß war, habt ihr den anderen daneben gestellt und jetzt kommt der linke Fuß auf den Klotz. Der rechte Fuß ist etwas ausgedreht und dann wieder. Diesmal muss die linke Hüfte zurück, die hat die Tendenz nach vorne zu fallen. Linke Hüfte zurück und dann geht es aufwärts, hoch mit den Armen, höher und höher. Macht euch lang, von der rechten Ferse jetzt bis zur rechten Hand hoch, lang. Zieh die linke Hüfte zurück, streck die Arme. Und langsam wieder zurückkommen.
Jetzt gibt es noch einen Drehsitz. Drehung ist auch immer wichtig, wenn man erstmal die Länge gefunden hat. Also wir würden nicht gleich als allererstes drehen, aber hier, jetzt haben wir die Länge gefunden. Hier brauchen wir unseren Stuhl und einen Klotz. Es kann auch ein anderer Stuhl sein. Es muss nicht unbedingt der Yogastuhl sein. Man sitzt hier mit der rechten Seite zur Lehne und klemmt sich wieder diesen Klotz zwischen die Knie, wie vorhin in Utkatasana. Einfach, um hier einen Halt zu haben und um zu verhindern, dass das Becken sich mit verdreht. Wir wollen den Rumpf drehen, aber nicht das Becken. Also hier, ich zeige es euch einmal, aufrecht sitzen, die Arme nach oben strecken, nach rechts drehen und dann die Hände hier platzieren an der Lehne. Und ich ziehe mit der linken Hand und drücke mit der rechten Hand, aber halt hier diese linke Leiste zurück, dass ich nicht einfach mitdrehe, immer mehr hier unten, sondern hier einen Widerstand einbaue. Also der Widerstand ist hier linke Leiste zurück, während der Rumpf nach rechts dreht. Und da benutzt man den Atem, einatmend aufrichten, ausatmend drehen. Und dann nochmal die andere Seite. Also setzt euch auf euren Stuhl, habt auf der rechten Seite eure Lehne, habt einen Klotz zwischen den Knien, damit ihr schon spürt, wenn die sich verschieben gegeneinander, wenn das nicht eindeutig oben schon zu spüren ist. Sitzt hier aufrecht, presst zueinander, atmet ein, nehmt die Arme nach oben. Ausatmend dreht hier schon nach rechts und haltet gegen mit der linken Leiste. Die haltet zurück. Und dann positioniert die Hände. Die linke Hand geht hier von außen an die Lehne, die rechte drückt von innen. Und dann arbeitet mit dem Atem. Einatmend hochwachsen, ausatmend drehen. Haltet die linke Leiste zurück, während der Rumpf mehr und mehr nach rechts arbeitet. Schulterblätter an den Rücken ran. Und langsam kommt zurück zur Mitte. Nehmt die Arme nochmal hoch. Senkt die Arme. Und dann könnt ihr entweder euch auf den Stuhl umdrehen oder den Stuhl selber umdrehen. Die linke Seite zur Lehne sich platzieren. Den Klotz zwischen die Knie klemmen als Halt und als Indikator, ob sich da was verschiebt und eben auch als Impulsgeber. Also wir geben da den Impuls rein, das macht uns die Hüften kompakt und wach. Richtet euch von da aus auf, streckt die Arme hoch, atmet ein und mit dem Ausatmen dreht nach links, haltet aber zurück die rechte Leiste und dann beugt die Ellbogen, platziert die Hände an dem Stuhl. Zieht mit der rechten Hand, drückt mit der linken und einatmend aufrichten, ausatmend drehen. Haltet die rechte Leiste zurück, presst den Klotz zusammen mit den Knien, spürt die Fußsohlen, wache Fußsohlen. Schulterblätter fest an den Rücken ran, hebt euch hier hoch und ausatmend dreht. Und kommt wieder zur Mitte zurück, streckt die Arme nochmal hoch und senkt die Arme wieder. Gut, jetzt kommt noch eine entspannte vorletzte Haltung. Ich zeige euch das mal hier. Wir brauchen unsere Decke und die müssen wir uns aufrollen. Ein bisschen dick in dem Format hier so von der geschlossenen Seite her aufrollen. Und es wird so ein Ardha Malasana oder ein unterstütztes Malasana. Hier, man sitzt mit etwas geöffneten Oberschenkeln auf dem Stuhl und legt sich diese Deckenrolle hier ganz bis an die Leiste ran. Und dann lehnt man sich hier so drüber und stützt die Ellbogen auf und darf den Kopf einfach hängen lassen. Und diese Deckenrolle müsst ihr selber spüren, wie dick die sein muss. Bei mir könnte es jetzt noch ein bisschen dicker sein, dass ihr das Gefühl habt,
Der Bauch und alles geht nach innen und hier hinten werdet ihr voller. Und dann dürft ihr euch hier so richtig hängen lassen. Also sitzt auf eurem Stuhl breitbeinig, die Oberschenkel gehen auseinander und dann hier diese gerollte Decke ganz bis an die Leiste. Das soll wirklich hier drin sein, nicht bei den Rippen, sondern die Rippenbänder drüber gelegt, über diese Rolle, damit wir hinten ankommen und hier Breite schaffen. Und dann könnt ihr hier die Arme aufstützen, den Kopf hängen lassen. Wem es leicht fällt, der kann auch tiefer gehen. Ihr könntet auch die Arme hier auf einen anderen Stuhl legen, wenn ihr noch einen habt. Das dürft ihr selber entscheiden. Es geht aber auch so. Atmet in den unteren Rücken. Die Haltung kann man gerne länger halten. Jetzt hier in der Sequenz richten wir uns aber auf mit Hilfe der Hände. Und dann zu guter Letzt jetzt nochmal mit den Unterschenkeln unterlagert. Ein Shavasana. So wie wir vorhin angefangen hatten, nur war das da eben noch keine Entspannung. Da hatten wir noch gearbeitet mit den Armen. Wenn ihr habt, könnt ihr hier so eine rutschfeste Matte auf den Stuhl legen. Und dann könnten wir hinten noch Deckenrolle nämlich drauflegen, wenn die da hält, mal gucken, dann sind die Fersen etwas erhöht. Mal gucken, ob das hält. Man könnte sonst auch einen zweiten Stuhl dahinter schieben, dass das hält, oder eben das Ganze auf einer Bank machen. Ach ja, und dann wäre es natürlich schön, wenn wir für den Hinterkopf noch eine Decke hätten zum Ablegen. Muss nicht hoch sein, aber das ist auch ganz schön. Hier wieder nah ran. Die ganzen Unterschenkel da drauf. Und wenn die Fersen leicht erhöht sind noch, kommen wir noch besser an den unteren Rücken ran. Die andere Decke nur unter den Kopf. Und diesmal hier wieder erstmal schauen, dass der untere Rücken lang ist. Und dann die Arme seitlich ablegen. Die Augen schließen in Shavasana. Baut euch einen Platz, der Stuhl mit auf der Matte, eine Decke für den Hinterkopf bereit und eventuell eine Erhöhung für die Fersen. Wenn das jetzt nicht da ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache die ganzen Waden und Kniekehlen sind mit unterstützt, wie vorhin auch. Nur dass wir jetzt nicht mehr arbeiten, sondern einfach loslassen in diese für den unteren Rücken so gute Haltung. Die Lendenwirbelsäule schön flach am Boden, ausgebreitet, die Arme locker zur Seite, das Gesicht entspannt. Lasst hier los, einige Momente in Shavasana. Ihr könnt gerne da noch wesentlich länger liegen bleiben. Das ist eine gute Haltung, die kann man auch oft einnehmen. Also bleibt ruhig noch einen Moment liegen. Und auch wenn ich jetzt dann die Stunde beende für euch, könnt ihr gerne einfach liegen bleiben. Ich wünsche euch alles Gute. Namaste. Bleibt gesund.
nächsten Stunde.